Mit einem Mixer zerkleinern wir 200 Gramm Löffelbiskuit. Den Löffelbiskuit geben wir in eine 26er Springform. Hinzu geben wir 125 Gramm geschmolzene Butter. In der Springform verteilen und fest am Boden andrücken. Jetzt geben wir 100 Gramm Zucker in eine Rührschüssel, geben 250 Gramm Quark hinzu, 500 Gramm Mascarpone, ein Päckchen Vanillezucker, ich gebe gerne auch noch etwas Tonkabohne mit hinzu, 3-4 Esslöffel Orangensaft und alles mit einem Handrührgerät zu einem glatten Teig verrühren. Unsere Mascarpone-Creme auf dem Boden verteilen und glatt streichen. Anschließend stellen wir unsere Torte kalt. In einen Topf erhitzen wir 1/4 Liter Wasser, rühren ein Päckchen Götterspeise ein. Noch 100 Gramm Zucker mit hinzu. Wichtig beim Erhitzen, nicht kochen lassen. Mit einem Rührbesen schön die Masse auflösen. Jetzt geben wir 500 Gramm gefrorene Himbeeren in unseren Topf und nehmen unseren Topf von der Hitze. Alles gut miteinander vermengen. Jetzt alles auf unsere Mascarpone-Creme verteilen und für mindestens 3 Stunden kalt stellen, am besten im Kühlschrank über Nacht.